Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kristall Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ich habe diesen Part eigentlich schon aufgenommen, aber ich habe außerdem nicht auf Aufnahme gedrückt. Zumindest bildmäßig. Und deswegen musste ich das nochmal neu machen. Ich hatte so coole Pokémon gekriegt. Das ist schade. Aber hier ist der sehr fragwürdige Radioturm aus Kanto, der in einem Friedhof einfach gebaut wurde. Und das finde ich sehr fragwürdig. Wirklich fragwürdig. Und ja, wir gehen jetzt durch den Felstunnel. Ich habe jetzt schon alle Vorbereitungen getroffen, wie Blitz beigebracht und so. Weil ich ja jetzt weiß, dass man da Blitz braucht. Du magst Pokémon, nicht wahr? Ich auch. Und muss jetzt alle Trainer nochmal neu besiegen. Das ist sehr schade und sehr traurig, aber gut. Selber schuld, wer nicht hören will, muss fühlen, oder wer nicht aufpasst, muss fühlen, je nachdem. Zapdos, das habe ich tatsächlich vergessen. Patrick, du bist dran. Patrick, Level 29, Alter. Rocky, du bist dran. Komm zurück, Walz ist in Grund und Boden. Ha, keine Wirkung, wa? Mein Freund. Wie wär's mit einem Walzer, der sich gewalzt hat? Ha, guck mal, es weiß vor Verzweiflung nichts mehr zu machen. Es wird nur schneller und schneller, aber ich werde es trotzdem totwalzen. Bam, Rocky. Oh, Rocky. Joy. Oh, Joy. Ein Mann treu wie Gold, ja, das wird nicht gehen, weil zwei super Girls auf mich stehen. Falls ihr das noch kennt, irgendwie so. Da war ich noch sehr klein. Also, ich habe auch in der Höhle hier ein Pokémon gefangen, aber mal sehen, ob das jetzt auch als erstes auftaucht. Hohohoho. Ja, muss mal näher ransetzen. So. Damit ich hier auch was Ordentliches tun kann. Forest, Alter. Geh zurück in den Forest. Warum bist du ein Wanderer? Hier habe ich auch gesagt, Dragonier, Alter. Es wäre so cool, wenn man das mit einem... Na, wo man diese Pokémon, die nicht komplette Fickets sind, die Verteidigungswerte verdoppelt. Evolit. Mann, jetzt habe ich's. Es dann competitive gut wäre, weil es einfach unendlich cool ist. Dragonier ist unendlich schön. Dragoran ist zwar auch cool, so kultmäßig und so. Aber Dragonier ist halt irgendwie einfach schön. Aurora-Strahl! Vernichte es mit Qual! Keine Angst, ich habe sowieso schon vergessen, was die Trainer für Pokémon einsetzen. Und die Höhle ist auch easy peasy. Ich glaube, da ist nicht mal ein Trainer drinne. Details, da können wir schön durchruschen. Bededing, bubudam, bubudam. Ekelhaft. Voll in die Fresse, Entschuldigung. So, Radikal. Dein wahrscheinlich letzter Auftritt. Nimm wir dich. TM32, das ist Kreuzhieb. Daran erinnere ich mich noch. Kann nur keine Arsch lernen. Das ist sehr traurig. Und jetzt kann ich hier, auch wenn ich hier gleich einem Pokémon begegnen werde, schön durchgehen. Hier unten habe ich irgendwas auch noch gefunden. Es war ein Münzamulett. Yeah. Aber so kann ich das ein bisschen schneller machen und nicht so viel Zeit verdaddeln. Aerodactyl hatte ich schon. Würde ich auch gerne darauf verzichten. Vor allem auf Level 12. Patzaka. Je mehr unterschiedliche, desto besser. Slimog! Das hingegen sieht schon ganz gut aus. Schlafpuder! Es ist vergiftet. Scheiße, Vergiftung, ey. Verwirrung, Schlaf, Gift! Auch du wirst Opfer meiner hinterhältigen Taktiken. Zitat Koga. Radikal, du bist noch genau auf dem radikal richtigen Level. Würde ich so behaupten. Für einen Hyperzahn, los! Bam! Boah. Scheiße. Nein, es vergiftet mich. Lächerlich, lächerlich. Hyperzahn. Circuit. Au. Ah, komm, das machen wir ein bisschen schneller hier. Ein Hyperball. In der letzten... In dem... nicht aufgenommenen Tat habe ich ja einen Schneckenmark gefunden und habe es Schnodder genannt, weil es einfach aussieht wie Schnodder und das entwickelt sich dann zu Schnodder mit Brocken dran noch. Ein sehr nutzloses Pokémon.
Du heißt Kot. Ich weiß, also Dünnkot. Dünnkot. Herzlich willkommen im Team, lustigerweise. Scheiße, ich muss meine Vergiftung heilen. Das ist nicht so geil. Beleber, immer noch Beleber. Wobei ich die ja fürs Trainieren, wenn ich offscreen trainieren müsste, gebrauchen könnte. Dünnkot ist jetzt schon fast tot. Aber bringt mir ja nichts. Werde ich eh ablegen gleich. Denn ich habe ja eine wunderschöne Taktik herausgefunden, wie man Pokémon jetzt fangen kann, die hohen Level sind. Und zwar mit der Superangel. Oh, wow. Suicune, ja, das hätte ich auch gern. Das wäre nicht schlecht. Aber es wäre legendär, von daher. Morlord hat immer noch dieses freche Grinsen wie ein Felino. AP Plus kann man immer gebrauchen, mal irgendwie. Aerodactyl kann mich mal. Ursaring wäre auch nicht schlecht. Diese Höhle, man findet hier nicht so viel. Es ist wirklich echt unspektakulär, diese Höhle. Knorga passt ganz gut hier rein, finde ich. Ursaring auch. Wegen Höhle und so. Aerodactyl auch, weil es der Felstunnel ist. Aber sonst langweilig. Hier ist das Geile, zwei Routen. Zack, Route 9, Route 10. Wie geil ist das bitte? Und auf beiden Routen habe ich noch keine Pokémon gefangen. Das will ich nur mal sagen. Und ich hätte fast den Fehler in der letzten, also in dem nicht aufgenommenen Part gemacht, dass ich das Pokémon im Gras gefangen habe. Wollte. Und zum Glück hatte ich dieses Pokémon schon. Also, hör hoch. Patrick kommt hier, darf hier nicht verschwinden. Der wird jetzt hier meine herausragende Nummer 1, also zumindest positionstechnisch sein. Da es einschläfern kann und schnell ist. Und sich sogar noch selbst heilen kann. Und ich somit am besten fangen kann. Denn Route 9, liebe Leute, da habe ich statt in dem Gras lieber die Superangel benutzt. Das ist der Vorteil an den Orten, wo es Wasser gibt, würde ich sagen. Und ich hoffe, das ist das gleiche Pokémon wie eben. Bitte, 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 bitte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Nein, aber Pikachu hatte ich schon. Das heißt, das kann ich getrost ignoraten. Sobald ich dann schnell genug bin. Jawohl. Oh Mann, Pokédex. Lass mich. Es ist manchmal so behäbig, wie das hier rausgeht. Komm schon. Ein guter Freund aus Let's Go Evoli kommt zurück. Und zwar ist es nicht Pikachu. Ha! Fail. Oh Mann. Warum kommt jetzt auf einmal so auf Pikachu? Eben war es doch ganz anders. Super Angle los. Komm schon. Wieso? Nein! Wieso muss ich jetzt fangen? Wieso nur? Wieso? Es war nicht Wieso! Fuck! Schlafpuder! Oh nein! Das ist doch echt schief gelaufen jetzt, ey. So! Aquanare! Aber ich muss sagen, Wieso hatte ich dann auch. Und zwar dann in Route 10 eben gefangen. Wenn das denn jetzt alles noch so kommt, ah, das wird ja fürchterlich. Es stirbt, wenn ich es jetzt angreife. Ne, aber ich meine, es ist ein Wieso. Komm, Alter. Ach nee, war schon richtig. Das müsste ja sogar in dem Pokéball drin bleiben. Auch auf Level 40. Jetzt hoffe ich nur, dass dieses Pokémon auch kommt. Ja, es ist ein Speer und deswegen gebe ich den lustigen Spitznamen. Speer. Speer. Warum auch immer. Finde ich lustig und so.
Also wirklich, wenn das jetzt nicht auftaucht. Ne? So. Wenn das jetzt nicht auftaucht. Ne? So, als wäre die Sendung gerade. Es ist nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Oha, dann darf jetzt auch kein Pokémon kommen. Es darf kein Pokémon kommen. Sehr schön. Oha, wenn dieses Pokémon nicht auftaucht, ne, dann bin ich so. Also, was heißt gearscht, ne? Aber es ist schon echt traurig. Hattet ihr das auch immer, wenn dann das nicht angeknabbert hat, habt ihr gedacht, da gibt's keine Pokémon und ihr stellt euch so positionstechnisch woanders hin, weil ihr denkt, krass, da kommt niemals ein Pokémon. Wo das ja nur so ein Wahrscheinlichkeitsding ist. Aber irgendwas ist doch jetzt ganz merkwürdig. Was? Willst du mich irgendwie verarschen? Was habe ich denn jetzt aktiviert hier? Hört auf mit der Scheiße. Was funktioniert doch hier gerade nicht? Auf einmal kann ich hier nicht mehr angeln, oder was? Komm, Leute, was ist das? Was ist das für ein Bug? Shit. Oh nein, ich bin so am Arsch. Ich hatte vorher einen Pinsir. Und ich war sehr stolz drauf. Obsidiana geht auch klar. Level 15, so eine Scheiße. So eine Scheiße. Es wird nicht so, wie man denkt, alles. Aber Pinsir konnte eh kein Kreuzhieb lernen. Aber dafür fliegen. Leute, es konnte fliegen lernen. Oh Mann, ey. Alles schief gelaufen, was so schief laufen konnte. Komm, Siana, ey, du bleibst ja wohl drinne. Bist so schwer, bist du auch nicht zu fangen. Okay, anscheinend doch. Na dann wird meine schwache Geheimwaffe kommen. Los, du bist dran, Radikal. Reduzier Radikal seine KP auf Rot. Weil du blutdurstig bist. Ja, gib ihm einen Hyperzahn. Ich werde es jetzt eh nicht trainieren, wie es Psyana. Komm, wird es rot sein. Aber so auf der Bank, falls wir wieder alle Pokémon verlieren, das ist nicht zu fassen. So, und jeder weiß, was hier abgegangen ist. Man musste hier hin und dann musste man zu dem komischen Direktor hier alle sagen, oh mein Gott, uns wurde was gestohlen und der kann das nicht ertragen, der Junge hier. Und pass auf. Ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Und passt auf, was jetzt passiert. Es wird sich einfach trotz dieser Information. Ich habe Nachrichten aus Azuria City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Hey, kann ich mit deiner Unterstützung rechnen, wenn du schon zuhörst? So, und kein Arsch setzt sich in Bewegung. Wir müssen das machen. So, der Typ, der rastet da quasi fast aus. Und wenn er diese Info kriegt, dann rennt er doch eigentlich dahin und bringt ihn um mit seiner Blitzkanone, die niemals trifft eigentlich. Oder sehe ich das falsch? Wir müssen ein bisschen heilen. Und Speerbär braucht ein paar coole Attacken. Sowas wie Stärke zum Beispiel. Stärke gegen Slam. Kann er fliegen lernen? Oh ja. Kratzfurie braucht auch keinen Arsch. So, mehr bringe ich dir nicht bei, weil es ein Visor ist. Meine, wieso sollte ich ihm was anderes beibringen? Macht doch keinen Spaß. Yuki, Yuki, Yuki. War der nicht der so, der Yuki, Yuki, Yuki gesagt hat? Ups, tut mir ja so leid, mir. Du nicht verletzt, du okay? Ich schwer beschäftigt. Nicht Zeit für Reden, nicht gut, wenn nicht gesehen werden. Oh, shit. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich großes Fehler gemacht. Hey, du vergessen, dass du mich gesehen, ja? Und du nix sehen. Nix hören, nix wissen. Tschüss. Tschüss. Dieser Spacken. Wir denken nur so, ich hab dich gesehen, du Arsch. Und dann spulen wir die Spule. Sind die Spule von der Schule und ich wusste vorhin nicht, dass man auch hier einfach lang gehen kann, was auch Sinn macht.
So radikal kann Zerschneider nicht lernen. So eine Scheiße. Das wäre jetzt echt nicht so geil. Speerbär. Zerschneider. Ruckzuckieb, Erholung. Naja, gut. Zerschneiden wir. Und die hier haben ein Müllproblem anscheinend. Diese ganzen Körner, die man auf dem Boden sieht, sind anscheinend Müllkörner. Und nichts anderes. Komm du her, Fräulein. Die Leute sollten ihren Müll nicht hier liegen lassen. Natürlich nicht. Da hast du vollkommen recht, Jimmy. Nidorina. Nidorina, zerquetsche ich wie eine Apfelsina. Surfer, los! Easy win hier. Oh nein, es hat noch überlebt. Oh nein, es schwingt mit ihrer Rute. Aquaknarre, vernichte es. Klatsch. Tot. Und weg. Level 30. Pupiter. Das hat so einen richtig dummen Gesichtsausdruck in dem Spiel, aber entwickelt sich halt zu Despota. Ein Pokémon, dem wir schon in der ersten Route begegnet sind. Aber da reicht eine Aquaknarre aus, um es zu töten. Fertig. Patrick muss ein bisschen aufholen, weil das ist ein sehr hoffnungsvolles Pokémon von mir. Ganz im Gegensatz zu Speerbär. Der kann sich gleich beweisen. Ey, du Lump, wirf deinen Müll nicht hier hin! Seht ihr das? Sie haben irgendwelche Probleme mit Müll. Ich habe nicht mal was gemacht. Parasek. Oh, Pflanze, Käfer. Nicht sehr schön. Pflanze, Käfer, Pokémon. Patrick ist darauf nicht sehr gut zu sprechen. Deswegen suchen wir mal hier Speerbär auf. Boah, vergiftet. Und ich muss das auch noch heilen dann. Und Fliegen ist tot. Blablabla. Das passt irgendwie sogar zu ihm mit seinem Schwanz da irgendwie. Blutsauger. Ist noch ziemlich schwach, die Attacke hier. Vierfach Effektivitätsattacke. Boah, das ist nicht tot. Das ist traurig. Ruckzucki. Dieses Paranoia-Insekt ist tot. Nidoran männlich. Protz mal ein bisschen rum. Stärke. Boah, Horny-Attacke. Das tut weh. Das tut weh, aber nur am C. Au. Boah, Gift, ey. Ruckzuckieb. Töte es. Ja, wir wissen ja, Visinioa ist auch nicht so gut. Aber warum nicht? Wenn es denn sein muss, töten wir auch einen Visenio. Nehmen wir auch einen Visenio mit. Töten wir auch einen Visenio. Was? Warum kommt das her? wem setze ich denn mal ein? Ach, Patrick, weil du einfach. Du brauchst es einfach. Patrick Star. Härtner. Platzerkatze! Wie wär's mit Schlafpuder? Du komische Flachfresse, Entschuldigung. Du siehst so aerodynamisch aus, Mann. So, der spürt bestimmt keinen Gegenwind, das Kabutops. Surfer, los, Patrick Star! Ach, fast tot. Aber es schnarcht weiter, obwohl es so viel Schaden genommen hat und Schmerzen gespürt hat. Aquaknarre, los! Easy. Was soll das? Was soll das? Tod mit dir, tot mit dir. Und jetzt muss ich auch noch das Pokémon heilen hier. Ich habe kein Gegengift. Sollte mir mehr Hyperheiler kaufen. Takadu. Speerbär, du hast uns schon viel zu viel Zeit gekostet. In der Arena, in der Statue und so kann man nicht angeln. Man kann nicht mal die Angel benutzen. Ich möchte den Felstunnel erforschen. Dafür brauchst du Blitz, mein Freund. Vergiss das nicht. Aber du bist ja kein Blitzwerker. Oh Mann. War das schlecht. Ey, Darmreflex ist wieder da.
Steck deine Nase woanders rein. Sieht nämlich sehr merkwürdig aus, wie du da stehst. Schlafpuder! Obwohl es ja dafür bekannt sein soll, mit seinen komischen Geweih Illusionen hervorzurufen und so. Deswegen kannst du ja auch Hypnose lernen. Wird es trotzdem ertrinken? Dieser Loser, der. Aufgewacht. Sandwirbel schlug Vieh. Wieso schlug das Vieh? Ding, 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 ding. Ein Radfratz ist Radfratz erledigt. Mit Surfer. Das muss ich nicht mehr einschläfern. Keine Chance, Mann, du falsche Ratte, du. Patrick, was geht? Chloe im Chloe runtergespült. Oh, aber ich musste einen Ruckzuckhieb einsetzen. Ich verrate dir ein Geheimnis, aber zuerst müssen wir kämpfen. Bam, bam, bam. Ja, Jasmin, was geht denn ab bei dir mit Panzerum? Das ist doch kein Gegner. Nein, nein, Surfer. Mach dich schnell weg und dein Stahlgefieder. Stirb einfach mit einem Volltreffer, krass. Und jetzt? Inton. Horn. Hab ich irgendwas, um Anton krass wegzuhauen? Ja, zack, ne? Zack, mach das zacki zacki. Jetzt bin ich nicht ganz so zufrieden mit meinem Team wie vorher. Pinsir hätte ich schon echt gern gehabt. Ich habe auch einen lustigen Namen gehabt, und zwar Schere, wie Schere zum Schneiden. Schere Sade, weil es war weiblich. Sehr traurig. Mal wieder. Jetzt verlieren wir sogar die Pokémon schon so, indem ich zu dumm bin. So, Mist, ich hab verloren. Oh Mann. Ich bekämpfe dich trotzdem, mein Freund. Wenn sie kommt, kommt sie vom Silberberg. Der Silberberg ist in Johto, oder? Hä? Wer kommt vom Silberberg? Verstehe ich nicht. Oder ich habe es eben irgendwie falsch gelesen. Ihr müsst wissen, wenn das so groß auf einem Bildschirm vorhin ist, sieht das schon echt merkwürdig. Also du kannst das echt nicht so gut lesen. Oh wei, gegen oh wei lasse ich es lieber bleiben. Los, zeig es ihn, Speerbär. Fliegen wie aus einem Gewehr. Aua, hey, das sieht so fuck viel ab, ey. Fliegen! Speerbär, wenn du das nicht schaffst, dann bist du echt. Oh fuck! Oh Mann, Speerbär stirbt gegen ein Ober auf Level 31. Wenn das so weitergeht. Komm schon, stirb nicht. Es ist tot. Interessiert sowieso keine Sau. Klatsch! Mit deinem Schweif klatschst du es natürlich weg. Aurora-Strahl. Auf Klatsch lege ich jetzt nicht so viel Fokus. Ich mag zwar Eis-Pokémon, aber gut. Also, apropos, das habe ich jetzt ganz vergessen. In dem Kraftwerk will jemand einen Georock tauschen. Also wir haben ja einen Georock. Der will einen Georock haben. Dann haben wir schon das Pokémon, was, hey, Grantulier, was machst du denn hier? Was man ertauschen könnte. Und dann kriegt man dafür einen Botogel. Er kriegt einen Geowatz quasi und ich einen Botogel. Das finde ich nicht gerecht. Auch wenn es ein Eis-Pokémon ist. Der ist nicht gerecht. Solia. Warum auch das so gegendert ist, ne? Dass die Männer da weibliche Namen kriegen. Oder das ist das Anti-Gender-Ding überhaupt, so von wegen.
Nicht auf Äußerlichkeiten achten. Sieht zwar aus wie eine Frau, ist aber Herbert. Also immer vorsichtig sein. Bananenbrot. Patrick, was geht ab? Geht ohne. Rocky macht das wie eine Maschine. Es explodiert. Ja, warum nicht? Kein Problem damit. Das tanke ich weg, aber sowas von. Anton. Edelö. Ich bin nicht ganz Edelö. Egal, zack ist auf zack und mach dich schnell platt, denn du bist eine Ente. Lahme Ente, Donnerschock und weg. Zeba, Donnerschock und weg. Hahaha, ein Volltreffer. Gebratene Entel. Heute gibt es gebratene Entel. Nicht zu verwechseln mit dem Entail. Ja, ich habe Ruckzuckhieb eingesetzt. Sehr schön. Und zwar, welcher Typ war das? Ich glaube hier, der hier. Ey, Sammel-Pokémon, hast du einen Georock? Möchtest du es gegen meinen Budugir tauschen? Natürlich nicht. Wer sollte so etwas tun? Hi. Oh ja, oh ja, das ist die Feenspule meines geliebten Generators. Du hast die gefunden. Danke, als Belohnung gebe ich dir dieses TM. Das war irgendwas Schrottiges, das weiß ich jetzt gerade noch. Nein, Blitzkanone bringt nichts. Wenn das stärker wäre, dann könnte man ja die schlechte Genauigkeit verzeihen. Aber ist es nicht. Es war irgendwas Schlechtes. Turbodreher, also. Pfz. Wer will Turbodreher haben? Also ja, es ist sogar jetzt in der 8. Generation ja sogar gar nicht so schlecht. 60er Basiswert. 60er Schadenswert. Und dann boostet es auch noch die Geschwindigkeit. Also das ist schon ziemlich cool. Oh ja, hier müssen wir hin. Finde ich lustig. Dann heilen wir uns nochmal eben. Achso, Speerbär ist ja tot gegangen. Ganz vergessen. Wir sind gerade auf einer Leiche rumgeflogen, wenn ich mich nicht irre. Toll, jetzt habe ich quasi kein Pokémon bekommen. Ist tot. Finde ich nicht in Ordnung, ehrlich nicht. So, wer gibt mir das Zusatzset von euch Leuten? Na, das ist eigentlich schon eine ziemlich krasse Quest hier. Hi, ich bin der tolle Musikredakteur. Was, dein Pokécom kann meine Musiksendung nicht empfangen? Ha, wie traurig. Wenn du dir ein Zusatzset besorgst, empfängst du meine Sendungen. Hol es dir bald. Von wo denn? Von dem da, ne? Ah, oh, dann bist du Larica. Du hast das Problem mit dem Kraftwerk gelöst. Ja, habe ich es zu verdanken, dass ich nicht arbeitslos wurde. Du bist mein Lebensretter. Hartz IV wäre so wenig gewesen und Arbeitslosengeld kriegt man ja nur begrenzt, glaube ich. Zum Dank gebe ich dir das hier. Zusatzset, jawohl. Jetzt können wir Radio hören. Und ich sag euch was, da können wir ein Fake Relaxo fangen, das sich gewaschen hat. Mal gucken, welches Pokémon das ist. Da bin ich schon gespannt. Oh mein Gott, es könnte bestimmt viele Pokémon vernichten von mir. Deswegen hoffe ich doch mal, es ist nicht so übertrieben Kudas. Am besten eins, was man mit einem Level entwickeln kann. Pokécom, wie es auf einmal verschwindet. Ich habe das Radiomodul nicht. Fuck it! Ja gut, Leute, ich habe das Radiomodul nicht. So müssen wir uns erstmal hier... Das musste ja jetzt passieren. So, Saffronia City. Müssen wir diese Heulsusi hier ein bisschen aufmuntern. Wo ist die denn? Ich glaube, einen weiter. Die Nachahmerin. Die Arme. Wo ist die Alte? Ja, komm mal her. Na, was geht? Ey, du siehst ja aus wie ich. Hi! Hast du wirklich deine Pokepuppe verloren?
Du gibst mir wirklich einen Fahrschein, falls ich sie dir finde, was ich sie finde? Gewiss, ich halte die Augen offen. Du denkst, du hast sie in Orania City verloren? Bitte? Ich soll dir nicht sagen, was du zu tun hast? Aber ich mache mir wirklich Sorgen, was, wenn jemand sie findet und dann? Was daran so schlimm? Dann ist sie doch wieder in Sicherheit. Ich weiß, wo es ist. Liebe Freunde, ich bin mir sicher, ihr wisst es auch. So, wir sind wieder im wunderschönen Orania City. Und müssen zu diesem komischen Fanclub hier. Und ich glaube, er ist es, der Diggi hier. Ich mag Pipi, aber ich könnte nie eines fangen. Die Pokepuppe, die mich fand, das genügt mir. Ah, jetzt verstehe ich. Das Mädchen, das diese Pokepuppe verloren hat, ist traurig. Könntest du die Pokepuppe zu diesem armen kleinen Mädchen zurückbringen? Ich bin das kleine Mädchen. Eines Tages werde ich mich mit einem echten Pipi anfreunden. Keine Bange. Ja, als ob ich da mitleide, das gehört einfach nicht dir. Akani ist offensichtlich. Ich sehe zum ersten Mal, dass es ein Akani darstellen soll. Sonst sieht das aus wie ein Pixelbrei. So radikal. Durch so ein Pokémon-Online-Spiel denke ich die ganze Zeit, der Magnetzug kostet Geld. Dem ist aber nicht so. So, habe ich gut gespult tatsächlich. Bäbäbäm. Hi, hier. Ja, das ist meine Pipi-Pokepuppe. Na, siehst du, du Naht am rechten Bein. Das ist der Beweis. Also gut, hier ist der Fahrschein. Für den Magnetzug, wie versprochen. Magnetzug fährt nach Dukatia City. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt mal eben das Modul holen. In wenigen Minuten steigst du ein? Natürlich. Fahrschein bitte. Yeah. Stinkt ein bisschen nach Fisch. Tut mir leid. Wow. Ey, ich will laufen. Nein, ich will selber laufen. Ich will hier laufen. Schade. Wir sind in der Dukatia City angekommen. Wir hören uns bald wieder. Jetzt muss ich hier eine Rechnung begleichen. Na, komm. Hey, nee, ihr macht doch die ID-Lotterie. Zeit schon, ja, ID prüfen. Lautet so und so. Denk, denk, denk. Glückwunsch! Die ID-Nummer von Stami in deinem Team ist stimmig. Ich kann ja nur dieselbe haben. Oh, die letzten beiden Ziffern stimmen überein. Dritten Preis, AP Plus. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ein besonderes Quiz. Beantworte die Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in Pokécom und dann kannst du Radio hören und so. Möchtest du versuchen? Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Klar. Ist diese Aussage korrekt? Du kannst Bären nicht im Supermarkt verstehen? Ja. Es sind andere Fragen als sonst, ne? Ist Form 01 Blitz? Nein, Form 02 oder so, glaube ich. Nicht übel. Frage 4. Ist Falk der Arenaleiter von Viola City, der Vogel-Pokémon einsetzt? Ja. Wieder richtig. Hier, die letzte Frage. Ist bei den einarmigen Banditen in der Spielhalle von Dukatia City ein Glumanda auf einer Rolle abgebildet? Nein. Ich könnte mich daran erinnern, dass das so wäre. Na gut, nochmal. Frage 1. Bingo! Yeah, wir haben es geschafft! Jawohl! Im Schnelldurchlauf. Muss ich mich mal eben konzentrieren. Sehr schön. Da haben wir ein bisschen gespult. Das stört niemanden. Und jetzt müssen wir nur noch dieses Pokémon fangen und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich bin im letzten... Das ist das Gute, wenn man das vorher schon gespielt hat. Ich bin nicht so weit gekommen. Oder wir finden es beim nächsten Mal raus. Denn immerhin sind schon, ist schon ziemlich viel Zeit rum.
Orte und Personen. Das ist so geil mit diesen Texten. So, liebe Leute. Mit diesem wunderschönen Track verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal und ciao.